Was gibt's da? Ach, du bist mir echt so unangenehm. Ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll. Vermisst ihr euer Meerschweinchen? Ja, seit kurzem. Okay. Also, Henry hat gesagt, er hat tot im Garten bei uns gefunden. Wie tot? Ja, also es ist auf jeden Fall tot. Die Mutter war bei der Nachbarin natürlich sehr nervös und auch besorgt, was ich natürlich auch verstehen kann. Man möchte natürlich auch ein gutes Nachbarschaftsverhältnis weiterhin bestehen haben. Er beschäftigt sich jetzt auch gerade intensiv mit dem Thema Tod, hat jetzt auch viele Bilder gemalt. Mhm. Wir sind jetzt auch gerade dabei, den Fall irgendwie zu lösen. Und wichtig ist natürlich jetzt zu wissen, was mit dem Meerschweinchen passiert ist. Und wir wollten erstmal wissen. Wie sagt das Annika? Ja. Das ist ihre Tochter, ja? Es tut mir so leid. Ja. Ich weiß wirklich nicht, was Henry da angestellt hat. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, ich werde mit Annika sprechen. Das ist gut. Wir haben drüben auch das tote Tier noch liegen, den Kadaver, wenn Sie den vielleicht später haben möchten, damit Ihre Tochter sich nochmal verabschieden. Das ist eine gute Idee. Für mich war es aber auch wichtig, um der Nachbarin zu sagen, dass sie das Meerschweinchen mitnehmen kann, damit die Tochter sich dann auch später von dem Tier verabschieden kann. Ja. Und du mach dir nicht so Gedanken, okay? Das ist mir echt zu leid. Ach Gott. Alles gut. Das kriegen wir wohin. Das denke ich auch. Ich melde mich später. Genau, und wir melden uns auch, falls es noch weitere Informationen gibt. Ich höre noch mal hier, vielleicht haben die Nachbarn was gesehen. Das wäre super. Ja? Das wäre super. Ja, weil ich weiß im Moment echt nicht, was mit ihm los ist. Ja. Okay. Okay, vielen Dank auf jeden Fall. Danke dir. Bis nachher. Gut. Ja. Oh Mann. Mir ist das furchtbar peinlich. Also ich schäme mich teilweise für meinen Sohn Henry, dass er sowas angestellt haben könnte. Das ist ganz schlimm für mich. Herr Braun, was machen wir denn jetzt? Ja, wir sind ja immerhin schon mal einen Schritt weiter, ja? Das ist ja schon mal ganz gut. Das Meerschweinchen, was hat denn Henry damit gemacht? Ja, wir werden gleich mit Henry noch mal sprechen. Und dann werden wir weiter wissen. Wenn er ihm was angetan hat, wenn der schuld dran ist. Ich glaub's noch nicht. Wir gucken erst mal weiter. Das ist ihre Mutter gerade, können wir auch noch mal berichten, was jetzt gerade los war. Oh, Mama. Ja, und? Das Meerschweinchen ist wirklich von Annika. Ehrlich? Ja, und das ist halt, die haben es nicht mehr gefunden. Und jetzt... Ich bin so in Sorge. Ich weiß nicht, was Henry damit angestellt hat. Ich verstehe ja Ihre Unruhe und Ihre Sorge. Aber hören Sie mal auf Ihr mütterliches Bauchgefühl. Glauben Sie, dass Henry dazu in der Lage ist? Ja, natürlich denke ich das nicht. Aber ich mache mir solche Sorgen. Ich meine, ich kann das gar nicht, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich frage mich, ob ich nicht da wirklich irgendwie zu wenig auf ihn eingegangen bin nach dem Tod von meinem Vater. Nee, vielleicht ist da irgendwas in Schieflage geraten und ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen. Ich mache mir natürlich große Vorwürfe, dass ich mit meinem Sohn Henry nicht genug Zeit genommen habe, nach dem Tod meines Vaters darüber mit ihm zu sprechen. Vielleicht habe ich gedacht, dass er das super verarbeitet hat, aber ihm lastet das doch viel mehr nach, als ich mir vorstellen konnte. Und dann mache ich mir natürlich als Mutter riesengroße Vorwürfe. Beruhigen Sie sich mal bitte. Also nur weil Ihr Sohn sich jetzt so intensiv mit dem Thema Tod beschäftigt, heißt das noch lange nicht, dass das ein abnormales Verhalten ist oder sich entwickeln muss. Okay. Ja, das ist in den seltensten Fällen der Fall. Oh, Moment, mein Handy. Es ist Lena. Halt mal kurz dran. Okay. Hi, Lena. Ja? Was, der Nachbar? Mhm. Eine Katze? Okay, alles klar. Ja, und du, tut mir leid nochmal, ja? Ich melde mich nachher nochmal, okay? Bis später. Ist jetzt so eine Katze tot, oder? Nee, stellt euch vor, also der Nachbar hat's gesehen, dass eine Katze das Meerschweinchen von Annika geholt hat. Ich bin total erleichtert, dass Henry nichts mit dem Tod des Meerschweinchens meiner Nachbarin zu tun hat. Ich bin so froh, dass er die Wahrheit gesagt hat, dass er es bei uns im Garten schon tot gefunden hat. Aber trotzdem müssen wir jetzt wissen, warum er jetzt noch mit dem Tier experimentiert hat, ne? Ja, okay. Also ich würde schon gerne noch mal mit ihm reden. Ich würde jetzt auch sagen, dass wir die Wahrheit wissen, dass er auch die Wahrheit gesagt hat. Mhm. Und vor allem auch wirklich die Zeit jetzt mit Henry nehmen, weil wir haben ihn komplett überrumpelt. Er hat natürlich auch Angst und weiß nicht, was los ist. Ne? Genau. Ich gehe jetzt erstmal hoch. Ganz wichtig. Und vielleicht kommen Sie ihn gleich nochmal nach. Ja? Sehr gerne, wunderbar. Okay. Dann bis gleich. Ja. Oh Mama, ich bin so erleichtert. Ich auch. Nachdem wir den Anruf von der Nachbarin bekommen haben, dass Henry dem Meerschweinchen nichts angetan hat, waren wir natürlich alle erstmal sehr erleichtert. Für mich war es aber auch wichtig, dass ich dem Jungen sagen kann, dass er auch die Wahrheit gesagt hat und dass wir ihm auch vertrauen können. Denn so kann ich viel besser mit ihm arbeiten. Hey, Henry, bist du am Chillen? Ja. Magst du mal zu mir kommen? Mhm. Ich habe gute Nachrichten für dich, Großer. Ich habe mit der Oma gesprochen und mit deiner Mama. Wir haben herausgefunden, dass das Meerschweinchen wirklich tot war. Mhm. Hast du recht gehabt, ich habe dir aber von Anfang an geglaubt. Also ich habe mir schon gedacht, dass du mir die Wahrheit sagst. Mhm. Weil ich war gerade noch mal unten beim Friedhof, habe mir den angeguckt. Der ist so liebevoll eingerichtet. Hast du wirklich ganz toll gemacht. Du musst wirklich ein großes Herz haben, gerade für Tiere. Ne?
Hast du den Opa dann in letzter Zeit auch noch mal auf dem Friedhof besucht? Ich habe Opa schon mal besucht. Ja? Und vermisst du ihn dann ganz doll bestimmt, ne? Mhm. Was hast du mit dem Opa dann immer gemacht? Fußball gespielt. Ja. Volleyball. Volleyball, und das kannst du natürlich jetzt nicht mehr, ne? Ja, das finde ich auch traurig. Also deine Oma geht's ja auch nicht so gut. Mhm. Nimmst du bestimmt auch wahr, ne? Meinst du, du hast eine große Fantasie, dass wir mal ein kleines Spiel spielen können? Mhm. Ja? Weil ich sehe, du hast hier gerade so schöne Püppchen. Mhm. Die können wir gerade mal nutzen. Und dann können wir eigentlich deine Familie mal aufstellen, dass wir jetzt uns Puppen aussuchen. Ne? Und eine Puppe ist immer zum Beispiel deine Mama oder deine Oma. Mhm. Und die stellen wir jetzt mal so auf, wie sie jetzt gerade ist, nach dem Tod deines Opas. Mhm. Kannst du das? Mhm. Dann können wir zum Beispiel jetzt die hier nehmen. Das könnte jetzt die Mama sein, ja? Ich glaube, die halten mich. Ja, super. Such dir ruhig welche aus. Dann kannst du mir was dazu erzählen. Wer ist das? Das ist mein Opa und das ist meine Oma. Meine Aktion Trauernde Familie mache ich, um zu sehen, wie Henry den Tod seines Opas verkraftet hat oder wie gut er ihn verkraftet hat. Ich weiß aus Erfahrung als Pädagoge, dass Kinder ihre Emotionen oft nicht in Worte packen können. Und dementsprechend nutze ich jetzt Puppenfiguren, die haben natürlich einen Aufforderungscharakter. Und er hat jetzt die Aufgabe, seine Familie so aufzustellen, wie sie nach dem Tod des Opas aufgestellt ist. Okay, super. Und jetzt fehlt noch eine ganz wichtige Person, glaube ich. Und das bist du, ne? Mhm. Wo siehst du dich dann in der Familie? Such dir mal eine Puppe aus. Okay. In der Mitte. Also, ich denke mal, dass du ein ganz gutes Verhältnis zu deiner Oma hast, ne? Mhm. Und auch zu deinen Eltern, ne? Deswegen hast du dich in der Mitte gestellt. Mhm. So nehme ich dich auch wahr, dass du ein lieber Junge bist. Nach meiner Aktion kam heraus, dass Henry den Tod seines Opas eigentlich ganz gut verkraftet hat und keine Probleme aufweist. Viel wichtiger war der Hund. Dieser hatte nämlich eine ganz besondere Schlüsselfunktion. Aber wo ist denn Fritzchen? Ach stimmt, ja, der fehlt auch noch, den können wir auch noch einbauen. Fritzchen ist ganz nicht beim Opa. Ich fand die Familienaufstellung von Herrn Braun sehr aufschlussreich. Hat mir sehr geholfen, auch mal zu sehen, wo Henry sich selber sieht, dass er meine Mama und mich sehr lieb hat, weil er sich zwischen uns gestellt hat. Und sehr spannend auch für mich, wo er dann im Endeffekt Fritzchen positioniert hat. Dann war das bestimmt... Oma, warte, ich helfe dir. Opas Liebling, ne? Dann war das Opas Lieblingshund, ne? Mm-mm. Nee, war es nicht. Aber warum steht er denn jetzt ganz dicht beim Opa? Weil Fritzchen hat ja auch ein schwaches Herz. Der hat ein schwaches Herz? Ach, Fritzchen ist krank. Das weiß ich gar nicht. Und warum ist er jetzt so dicht beim Opa? Weil Opa auch krank war und gestorben ist? Okay. Aber, okay, warte mal. Du hast ja heute noch experimentiert, ne? Du wolltest ja das Tier wiederbeleben. Aber du machst das jetzt nicht, um dem Fritzchen irgendwie zu helfen, oder? Doch. Erzähl mir mal. Was ist denn dein Gedanke? Ich wollte Fritzchen, dass sein Herz wieder schlägt. Aber das schlägt doch. Und du hast jetzt nur Angst, dass der vielleicht irgendwann stirbt und dass du deswegen Experimente machst? Mhm. Ach so. Letztendlich war es so, dass Henry herausgefunden hat, dass der Hund unter einer Herzschwäche leidet und er die Befürchtung hatte, dass dieser zukünftig auch sterben könnte. Und um natürlich seine Oma vor weiterer Trauer zu bewahren, hat er versucht, diesen Hund im Fall der Fälle wiederzubeleben und hat daher schon vorher mit anderen Tieren experimentiert. Im Endeffekt hat er sich ja nur positiv verhalten und deswegen sollten wir den kleinen Jungen natürlich auch noch mal bestärken. Er muss das mitbekommen haben, wo ich zu meiner Tochter gesagt habe, dass Fritzchen ein schwaches Herz hat. Ist das so? Hast du das mitbekommen? Dass Henry das einfach nur lieb gemeint hat, dass er dem Hund von meiner Mama helfen möchte, weil der ein krankes Herz hat und er sich einfach nur Sorgen gemacht hat, dass seine Oma bald noch mal so eine Trauer durchmachen muss, wie beim Tod meines Vaters. Ich war super erleichtert und fand es total süß von ihm. Aber warum weißt du das denn, dass man experimentieren kann, beziehungsweise diese ganzen Sachen mit dem Experimentierkasten, woher hast du das? Von meinem Vater. Weil der hat das schon nicht ausgemacht, der hat so einen Stromschlag gemacht, dann war das wieder an. Ach, und dann hast du gedacht, dass du damit dann vielleicht den Hund wiederbeleben kannst, weil er sterben sollte? Mhm. Brauchst du dir aber keine Gedanken. Ach komm, wechseln Sie mal einen Platz, kommen Sie mal zu dem Enkel. Henry! Hat er wirklich gemacht, um den Hund zu retten, um Fritzchen zu helfen? Fritzchen geht's gut. Und
auf jeden Fall. Die Oma freut sich auch. Du bist so süß, Schatz, komm hier. Ich hab mir so, tut mir leid, dass ich so vorhin so laut zu dir war. Ich hab mich so erschrocken. Mhm. Aber du weißt ja, dass Fritzchen schon älter ist. Ja? Und irgendwann ist es so. Mhm. Ja? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich fand es super, wie Herr Braun das alles gemacht hat, wie er auf Henry eingegangen ist. Er hat uns super geholfen, diese ganze Situation aufzulösen. Jetzt habe ich auch Klarheit, was hinter dem ganzen Verhalten von Henry gesteckt hat, dass er einfach nur eine liebevolle Absicht hatte, den Hund von meiner Mama retten zu wollen. Und weißt du was? Ich frage die Mama mal, ob ich dir einen eigenen Hund schenken kann. Magst du einen, Henry? Das ist toll. Mhm. Möchtest du einen? Dann suchen wir zusammen einen aus, ja? Oh. Oh komm, Schatz, du bist echt so süß. Und später kannst du vielleicht sogar mal Arzt werden. Ja, brauchst kein Wissenschaftler werden, dann kannst du Tieren helfen. Tierarzt vielleicht sogar. Mhm. Ist das eine Idee? Ja. Okay. Vielleicht gehen wir noch mal runter, können noch mal alles besprechen. Und ja, sehr gerne. Mit dir würde ich auch noch mal einen kleinen Moment sprechen. Ist das okay? Ja. Ich kann mir einen Tee oder Kaffee zusammen trinken. Das wäre in Ordnung. Das wäre richtig gut. Ich habe den besten Enkel der Welt. Ja, das denke ich wohl auch, ne? Aber dadurch, dass Henry den Tod seines Opas ganz gut verkraftet hat, denke ich, dass ich in der Familie nicht weiter gebraucht werde. Ich werde aber dennoch trotzdem noch mal einmal vorbeischauen, um mit der Familie gemeinsam das ganze Thema noch mal zu reflektieren, damit ich auch weiß, dass die Familie zukünftig gut damit gemeinsam umgehen kann. Ich mache uns jetzt einen Tee. Okay, ja? Gut. Ja. Wie versprochen, durfte sich Henry einige Wochen später im Tierheim einen Hund aussuchen. Und Nachbarskind Annika hat inzwischen ein neues Meerschweinchen.